Muss Calrissian starten. Ich glaube, alles startklar. Boxen auf zur Lotto Hamburg Trophy über 1200 Meter. Schauen wir auf die Entwicklung. Ja, Overdose in der Bahnmitte übernimmt sofort das Kommando. Overdose nach vorne vor Matrix, dann an der Außenseite Alaska River. Der übernimmt den zweiten Platz, legt sich direkt hinter Overdose. Overdose also jetzt vor Alaska River. Dann ist an der Innenseite Matrix in dritter Position, gefolgt von Abadjin, dahinter Mariol. So geht es durch den Bogen und Overdose noch mit gedrosselter Fahrt an der Spitze. Alaska River aber ebenfalls in bester Haltung an zweiter Stelle. Dahinter Matrix mit Abadjin, dahinter Mariol, der lässt sich anfassen. Schinkos Best ist sechster vor Adamantinos, an der Außenseite dann Calrissian. So geht es in Richtung der Zielgeraden, die jetzt erreicht wird, die letzten 600 Meter. Overdose ist vorne in der Bahnmitte, dahinter bemüht sich Alaska River um Anschluss. Und jetzt bin ich gespannt. Overdose an der Spitze. Jetzt muss Andreas, jetzt kommt Abad Jin an der Außenseite. Abadjin wird stärker. Overdose wird angefasst von Andreas Suboric. Es sind zwei Längen vor Abadjin. Der wird stärker. Overdose. Abadjin kommt. Overdose an der Spitze. Overdose vor Abadjin. Die letzten 150 Meter. Overdose vor Abadjin. Overdose zieht aber durch. Overdose, Overdose, Overdose vor Abadjin. Er Overdose vor Abadjin. Und dann war es, glaube ich, Cinco's Best vor Mariol. Nicht einfach zu erkennen. Aber Overdose hat einmal nur mit zwei Längen gewonnen und das trotzdem locker.